Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Hallo und grüß Gott, ich bin es, der Weckauf, der den Kufsteiner Fasching jahrzehntelang verkörperte. Leider bin ich aus mangelndem Interesse etwas eingeschlafen. Aber heute im Amt werde ich so manchem den Spiegel vors Gesicht halten. Natürlich immer mit einem lachenden Auge. Für unseren ersten Bericht schicken wir unseren Außenmitarbeiter zum Drehort. Du bist Ruh. Bist du unterwegs? Ja, danke. Weckau, wir befinden uns dort, wo in der nächsten Zeit Kufsteins erste Hundewiese entstehen soll. Es ist eine fast unendliche Geschichte, von der Beschlussfassung bis zur Verwirklichung. Wie es um die Hundewiese ausschaut, darüber unterhielten wir uns mit einem der Protagonisten, der sich um die Hunderl besonders bemüht. Wir stellten Horsti Steiner folgende Frage. Lieber Horsti, warum hat es mit der Umsetzung so lange gedauert? Ja, zuerst hat es gebraucht, bis es angelaufen ist. Dann ist es angelaufen, aber wieder irgendwo liegen geblieben. Als man den liegen gebliebenen Akt wiedergefunden hat, war der Sachbearbeiter auf Urlaub. Als der wieder vom Urlaub gekommen ist, war der Antrag ganz unten im Stapel. Bis er dann zu den übergeordneten Stellen kam, waren Sommerferien und wenig Personal vorhanden. Ja, was gab es denn sonst noch für Hürden? Ja, an und für sich hatten wir alles schon in trockenen Tüchern. Aber der Teufel schläft nicht. So war man sich nicht im Klaren, wie der Zaun, der die Hundewiese begrenzen wird, aussehen soll. Mittlerweile ist alles geklärt und der Eröffnung am 23. Mai steht nichts mehr im Wege. Ja, lieber Horsti, gibt es denn schon Pläne für die Einweihungsfeier? Selbstverständlich, dazu werden alle Hundebesitzer aus Kufstein eingeladen. Für die Hunderl gibt es eine kleine Jause, die Hundebesitzer werden mit Gassisackerln ausgestattet. Bei einer Tombola kann man eine Hundemarke für ein ganzes Jahr gewinnen. Besonders freuen wir uns auf die Anwesenheit der Vierbeiner aus unseren Partnerstädten, die ihren Besuch angekündigt haben. Zudem werden kostenlose Geschwindigkeitsmessungen für die Hunderl und die Herrln angeboten. Danke, lieber Horsti. Kufstein freut sich darauf. Wie aus dem Stadtrat bekannt wurde, wird unserem Hundeliebhaber, Pferdeflüsterer und Katzenfreund eine besondere Ehre zuteil. Der Anfahrtsweg zur Hundewiese wird in Horsti Steiner Wauwau Allee umbenannt. Die Hundewiese selbst wird den Namen Horsti Steiner Wauwau Platz tragen. Wir gratulieren. Jetzt, Horsti, die letzte Frage, die wir stellen wollen. Lieber Horsti, du hast uns als Datum den 23.05. genannt. Aber das Jahr bist du uns schuldig geblieben. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ja, wir begaben uns nach Würgl, wo wir mit dem Herrn Bürgermeister ein Gespräch führen wollten. Leider konnten wir nicht antreffen. Wir erreichten ihn aber auf dem Weg nach Innsbruck. Grüß Gott, Herr Bürgermeister, schön, dass Sie uns aus dem Auto Audienz gewähren. Ihnen wird von mehreren Seiten vorgeworfen, dass Sie sich aufführen wie ein Kaiser. Was heißt, ich führe mich wie ein Kaiser auf? Ich bin der Kaiser. Herr Bürgermeister, zur nächsten Frage. Die Menschen beschweren sich, dass sie nicht oder zu wenig mit Ihnen kommunizieren. Das stimmt natürlich nicht. Ich rede mit jedem, mit dem ich reden will. Diejenigen, die mir zu wenig Dings da vorwerfen, wissen nicht einmal, wie man das Wort schreibt. Herr Bürgermeister, eine ganz interessante Frage. Was führt Sie heute nach Innsbruck? Ja, das ist mein erster ganz großer politischer Schachzug. Es geht um das neue geplante Regionalschwimmbad. Würgl, also ich, stelle das Grundstück zur Verfügung, das Land baut und die Umlandgemeinden übernehmen die Fix- und Betriebskosten. Einer meiner genialen Schachzüge. Das neue Bad wird ganz klar BGMMR Arena heißen. Aha, gut gedacht. Was gibt es sonst noch Neues in Würgl? Wie schauen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Beim nächsten Gemeinderat werde ich den Antrag stellen, zwei neue Paragraphen in die Stadtverordnung einzubauen. Und wie werden die lauten?
Paragraph 1 lautet, der Bürgermeister hat immer recht. Paragraph 2 lautet, sollte der Bürgermeister ausnahmsweise einmal nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Herr Bürgermeister, wir bedanken uns für dieses Gespräch. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den rührigen Gemeinderäten in Kufstein gehört zweifelsohne der Kulturreferent. In einer der letzten Sitzungen ließ er mit einem durchaus beachtenswerten Antrag aufhorchen. QTV war bei dieser Sitzung live dabei. Sehr geehrte BürgermeisterInnen, liebe GemeinderatsmitgliederInnen, liebe ZuseherInnen, an den Bildschirmen und hier im Saal. Ich stelle folgenden Antrag. Der Gemeinderat möge beschließen, die Aufwandsentschädigung aller in diesem Gremium Beschäftigten um 20% zu erhöhen. Die Kosten dafür könnten aus dem laufenden Kulturbudget bestritten werden. Zur Begründung. Kufstein gehört zu den Kulturhauptstädten in Österreich. Nachdem immer mehr BürgerInnen die Gemeinderatssitzungen via TV verfolgen, hört man aus der Bevölkerung immer öfter, dass die Sitzungen teilweise zum Kabarett ausarten. Kabarett ist Kunst und Kunst gehört gefördert. Ich würde aus meinem Budgettopf gerne etwas dazu beitragen, um der Kleinkunstbühne noch mehr Gehör zu verschaffen. Auch wenn manche Beiträge aus dem Gemeinderat zum Trauerspiel mutieren. Ja, durchaus positiv sahen die anwesenden Gemeinderäte diesen Vorstoß. Der Jungstadtrat meinte dazu, er wird das Ansinnen unterstützen und von der Erhöhung gleich 2 Euro an humorlose Kufsteiner spenden. Die Gemeinderätin Daneos war wie so oft nicht anwesend, konnte dem Antrag auf Nachfrage ebenfalls etwas abgewinnen. Sie würde die erhöhte Aufwandsentschädigung ab der von ihr initiierten Kampagne Schluss mit der Vignettenfreiheit zukommen lassen. Von den Rothäuten gab es keine Stellungnahme. Die die Sesselkleber waren wie fast immer zu keiner Stellungnahme bereit. Von der blauen Seite kam ein kategorisches Nein. Und die Grünen würden dafür stimmen, wenn auch vor dem Rathaus ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben kommt. Der richtige Schwarze war sehr angetan mit der Begründung, dass er mit der Erhöhung mehr Geld zur Verfügung hat, um schöne Gewänder zu kaufen. Auch dem falschen Schwarzen gefiel die Idee. Ja, er ist auch bereit, aus dem Sportbudget etwas beizutragen. Aber erst im Jahre 2044, denn dann dürften die Schulden für das neue Sportzentrum abbezahlt sein. Bei einer Blitzumfrage zu diesem Thema in der Bevölkerung kam heraus, dass man dem Antrag des Kulturreferenten durchaus etwas abgewinnen kann. Es sei denn, der Kufsteiner Stadtführung fällt ein, bei den Übertragungen der Gemeinderatssitzung Vergnügungssteuer zu kassieren. Wir bleiben im Kulturquartier, wo die öffentliche Gemeindeversammlung der Stadt Kufstein stattfand. Immer wieder gibt es Schlagzeilen aus den verschiedensten Bereichen. Die letzten schlugen aber dem Fass den Boden aus. Sie lauteten, Bürgermeister geht fremd, Bürgermeister auf Abwägen, Bürgermeister wechselt die Seite. Und das alles nur, weil ein Paparazzi mit einem Foto Geld machen wollte. Dieses Bild entstand bei einer zwangslosen Zusammenkunft. Es kam sogar zu einer Anfrage bei der Gemeindeversammlung, ob es wirklich stimmt, dass er zu den Neos wechsle. Der Bürgermeister antwortete wie folgt. Ich empfinde es als bodenlose Frechheit, wenn Fotos, die aus dem privaten Bereich herangezogen werden, zu solchen Mutmaßungen führen. Zu keiner Zeit habe ich erwägt, mit einer von mir Abtrünnigen wieder ein politisches Techtelmechtel anzufangen. Außer dass mir Bink besser steht als ihr, habe ich zu diesem Thema nichts zu sagen. Ich werde auch dafür sorgen,
dass wir hier am Pult keine grünen, sondern nur mehr neutrale Flaschen auf den Tischen verwendet werden. Sonst unterstellt man mir auch noch, Werbung für andere zu machen. Ich bleibe meiner Farbe treu, wie an meiner Krawatte zu sehen ist. Damit ist die heutige Gemeindeversammlung geschlossen. Ja, dem Schlusswort des Bürgermeisters ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Weckruf von der Faschings-Sondersendung des Stammtischlers. Der Weckruf begibt sich zur Ruhe. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gsudert und krogascht wird.